Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu meinem Kanal TamanBro069. Wie ihr es hier im Hintergrund sehen könnt, Sammelkarten. Pokémon-Sammelkarten, Fußball-Sammelkarten, hier haben wir sogar Yu-Gi-Oh! Was diese Materie betrifft, bin ich da komplett drin, mit wirklich viel. Außer Magic und Metaso, da bin ich jetzt noch nicht so drin, aber das wird vielleicht auch noch im Laufe der Zeit kommen. Wie ihr es vielleicht am Titel erkennen könnt, ich bin halt gerne auf Flohmärkten, entweder als Käufer oder habe auch mal selber einen Stand. Und ich habe für euch einige Tipps, wie ihr erfolgreich auf dem Flohmarkt agieren könnt als Käufer oder Verkäufer. Und unten in der Beschreibung bekommt ihr auch meinen Instagram-Namen für meinen Account, auf dem ich häufiger so Sachen wie Flohmarkt, Sammelkarten etc. dies, das hin und her poste. Schaut gerne vorbei, seid gespannt auf das Video, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke und wir sehen uns in den Kommentaren. Ein Flohmarkt ist eine Art Markt, auf dem gebrauchte Gegenstände gekauft und verkauft werden können. Wenn Sie daran interessiert sind, an einem Flohmarkt teilzunehmen, finden Sie hier einige Tipps für einen erfolgreichen Verkauf. Sammeln Sie Ihre Gegenstände. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um Ihre Sachen durchzugehen und alles beiseite zu legen, was Sie nicht mehr brauchen oder verwenden. Sie können auch Freunde und Familie fragen, ob die Ihnen was verkaufen oder verschenken oder auch zum Verkauf anbieten lassen. Bepreisen Sie Ihre Artikel. Recherchieren Sie online nach ähnlichen Artikeln, um eine Vorstellung davon zu bekommen, für wie viel sie verkauft werden. Am besten über eBay, beendete und verkaufte Auktionen. Ein bisschen Verhandlungsbasis sollte schon dabei sein, weil auf dem Flohmarkt sind nicht immer die neuesten Sachen, deshalb müssen Sie bereit sein. Auch hier ist die Werbung wichtig. Gucken Sie, welcher Markt viel Werbung betreibt oder machen Sie selber für Ihren Stand Werbung über die sozialen Medien. Fragen Sie in Ihrer Nachbarschaft in Lokalitäten nach, ob Sie Flyer oder gewisse Infos aushändigen können. Richten Sie Ihren Raum ein, wählen Sie einen Platz, der sichtbar und für Kunden leicht zugänglich ist und achten Sie am besten, dass bei schlechtem Wetter nichts nass werden kann. Nehmen Sie sich am besten Tische, 2-3 Meter, etwas Dach, ein Pavillon zum Beispiel, für wie gesagt Regen und denken Sie an Kleingeld. Seien Sie vorbereitet in dem, was Sie verkaufen. Seien Sie informiert, was Sie verkaufen und geben Sie Tipps und seien Sie immer freundlich und zuvorkommend. Eine goldene Regel auf dem Flohmarkt besagt, man muss mindestens einmal verhandeln und seien Sie bereit für Verhandlungen, wenn es größere Einkäufe gibt. Organisation ist auch hier das A und O. Notieren Sie sich alle Verkäufe und was Sie zum Beispiel für die Artikel ausgegeben haben. Dies hilft Ihnen, den Überblick über Ihr Inventar zu behalten und sicherzustellen, dass Sie den richtigen Betrag erhalten. Ich hoffe sehr, dass diese Tipps euch weiterhelfen und weiterbringen. Und wenn ihr mehr Infos haben wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns. Bis dann.